Ja, hallo, ich bin Martin von der Fotoakademie.eu und in diesem Video möchte ich das fortsetzen, was ich mit dem ersten Teil Vorstellung Bibel 5 schon begonnen habe, mit diesem relativ offenen RAW-Konverter, der viele Möglichkeiten bietet. Nicht nur halt, dass man Ebenen hat und hier Bearbeitung auf Ebenen einfügen kann, diese Ebenen auch maskieren kann. Na, was mir auch wichtig halt sind diese Plugins, die ihr hier sehen könnt, die ich auch sehr häufig benutze. Vor allen Dingen, wenn ich im Betriebssystem Linux arbeite, da ich da kein Photoshop und kein Lightroom habe. Und wie man diese Plugins hier reinbekommt, was zu beachten ist, wo man sie herbekommt, das möchte ich in diesem Video aufgreifen. Ja, ihr seht hier schon an der rechten Seite von der Benutzeroberfläche, hier habe ich drei Reiter schon mit den ganzen Plugins, die ich installiert habe im Bibel. Und wo bekommt man diese Plugins jetzt her? Sind sie kostenlos? Muss man sie bezahlen? Her bekommt ihr die von der Seite von Bibel Labs. Und hier bei Bibel Labs könnt ihr unter Plugins die entsprechend auswählen. Ich gehe jetzt mal hier unter Third-Party-Plugins. Die meisten, die es gibt, sind kostenlos. Andere möchte der Programmierer von den Plugins einfach eine Spende haben. Andere müssen in einer Pro-Version halt gekauft werden. Man kann sie aber testen. Das müsst ihr halt sehen, je nachdem, welche von diesen Plugins ihr auswählt. Ihr könnt sie hier nach Kategorien auswählen oder halt auch hier nach Popularität euch ordnen, was die User halt haben möchten oder was die User denken. Vieles ist auch gut geeignet, denn wenn man mal weitergeht in diesen Plugins, dann kommt man auch teilweise in das Forum hinein. Also zuerst könnt ihr hier nochmal eine genauere Beschreibung euch anlesen. Und dann kann man auch zu diesem Bibel Forum gelangen, wo die User halt schon ihre Meinung hinterlassen haben. Oder man gelangt halt direkt auf die Seite von einzelnen Programmierern und kann das hier runterladen. Also wenn ihr Plugins findet, wo ihr auf die Forumseite verlinkt werdet, lest euch da mal ein paar Sachen durch. Die sind sehr spannend. Ich gehe nochmal zurück, wähle mal ein anderes Plugin aus. Mal sehen, ob ich drauf komme, was jetzt in einem Forum war. Ich benutze mal das auch mir beliebteste, den Gradient. Auch da kommt man jetzt auf die Seite von dem Programmierer. Komme gerade nicht drauf, was zu einem Forum führt. Weil ich gerade noch mal glaube, dieser Schärfungsfilter führt zum Forum. Also hier habt ihr auch noch mal, ihr könnt ihr dem spenden, dem Programmierer. Und ja, hier sind wir auch im Forum drin und hier kann man sich halt diese Meinungen und Diskussionen zu den einzelnen Plugins durchlesen. Hier kriegt man auch teilweise noch sehr hilfreiche Tipps. Also hier kann man sich auch erstmal noch schlau lesen, ob man das für sich halt spannend findet, dieses Plugin. Und wie gesagt, es gibt halt kostenlose und welche, wo gespendet wird oder andere, wo halt gekauft werden muss, weil es eben eine Pro-Version ist. Die sind dann halt ein bisschen weitläufiger. Wir wählen dann mal dieses hier aus von dem Addon und speichern uns das dann mal ab in einem Ordner, den ich hier schon vorbereitet habe. Ja, und wenn das fertig ist, können wir zurückgehen zum RAW-Konverter und können hier sagen unter Datei Plugin installieren. Den Aaron möchte ich haben. Und hier fragt er halt, möchtest du jetzt ein
Neustart machen oder später. Wir sagen, klar, wir wollen ja mal uns den Filter angucken, machen den Neustart direkt. Und nachdem wir dann wieder zurück sind, haben wir auch hier schon unter dem Ordner Plugins One hier diesen entsprechenden Filter, den man dann mal ausprobieren kann und gucken kann, was hier so passiert. Hier haben wir auch schon verschiedenste Effekte vorgegeben, die man mal testen kann. Und hier kann man eben anhand der unterschiedlichen Kanäle, also wer sich auskennt mit XY, dem fällt das relativ einfach. Also hier kann man halt in der Luminanz entsprechend die Farbveränderung bewirken. So wäre das Bild vorher, so wäre das Bild halt nachher. Und ich bin hier immer noch auf meiner Ebene. Dazu ist auch noch zu sagen, viele Filter funktionieren auf separaten Ebenen. Also ich kann jetzt hier halt mir noch eine Ebene anlegen und kann jetzt diesen Filter entsprechend mir auf dieses Bild auflegen und kann halt immer so einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Einige Filter funktionieren aber nicht auf Ebenen, zum Beispiel dieser Gradient-Filter hier. Also ich bin jetzt hier auf einer Ebene, gehe hier rauf und kann einstellen, was ich will. Hier ändert sich einfach nichts. Zum Beispiel dieser Gradient, der funktioniert halt nicht auf Ebenen, der funktioniert nur auf der Hauptebene. Und das noch halt so als Hinweis. Also wenn ihr euch auf einer Ebene befindet und euch wundert, warum der Filter nicht funktioniert, dann seid ihr auf einer Ebene. Dann müsst ihr halt zurückgehen auf diese Hauptebene und dort könnt ihr halt diesen Filter jetzt benutzen. Diesen Gradient-Filter hier. Benutze ich auch sehr, sehr häufig. Nicht gut geeignet jetzt für dieses Bild, aber ihr seht schon, oben im Himmel wird dann noch mal ein bisschen was geändert. Also das noch so als Hinweis. Viele funktionieren auf separaten Ebenen. Da könnt ihr also viel, viel mit anstellen. Einige funktionieren nicht. Solltet ihr auf einer Ebene sein und ein Filter funktioniert mal nicht, dann klickt einfach auf die Hauptebene und ändert das dann entsprechend. Und dann könnt ihr halt diese Filter anwenden. Ja, das war's von mir zu dem RAW-Converter Bibel 5 und seinen Möglichkeiten von Plugins. Wie gesagt, geht auf die Seite von Bibel 5, Bibel Labs, Entschuldigung. Hier unter Plugins habt ihr die Möglichkeit, eine ganze Menge an Plugins euch auszusuchen und euch runterzuladen. Wie gesagt, viele sind eh schon kostenlos und werden halt bereitgestellt. Wenn ihr zu Seiten gelangt, wie wir es vorhin gesehen haben, von Spoilerhead, seid so gut, spendet ihm vielleicht auch mal. Er programmiert wirklich sehr, sehr schöne Filtergeschichten, sehr, sehr hilfreich. Mit dem kann man sehr gut auch E-Mail-Kontakte führen. Also ich kann das wärmstens nur ans Herz legen, dann diesem Programmierer auch mal eine Spende zu hinterlassen, wenn ihr diesen Filter hilfreich findet. Ja, und ansonsten, habt Spaß mit den kostenlosen Filtern. Habt Spaß an den Möglichkeiten, die sie euch bieten, was ihr für Möglichkeiten habt. Vielleicht seid auch ihr einer von denen, die gerne in Linux arbeiten und habt schon immer das Problem gehabt, keinen vernünftigen RAW-Converter zu haben oder euch fehlen so ein paar gewisse Sachen mit Bibel und diesen Plugins. Habt ihr halt diese Möglichkeiten, das zu nutzen und vielfältig mit euren RAW-Dateien zu arbeiten. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für eure Arbeiten in der Fotografie. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.